Ich werde mich also auf diese 12 Kapitel beschränken und jetzt etwas über die inhaltlich-chronologische Struktur sagen. Wir haben hier eine ganz klare Teilung dieses Buches in der Mitte. Und zwar haben wir hier die 6 Stories. 6 Geschichten. Jedes Kapitel steht für eine Geschichte. In Kapitel 1 kommt Daniel an den babylonischen Königshof und wird dort ausgebildet für knapp 3 Jahre. In Kapitel 2 träumt Nebukadnezar einen Traum, der dann von Traumdeutern nicht gedeutet werden kann, und dann sollen die alle umgebracht werden. Und Daniel kann diesen Traum dann offenbaren und auch den Traum deuten. Kapitel 3, eines der berühmtesten Geschichten, die Sache mit dem Feuerofen. Da ist Daniel selbst nicht involviert, sondern die 3 Freunde Daniels. Und die werden, weil sie nicht bereit sind, dieses Standbild des Königs Nebukadnezar anzubeten, werden die zur Strafe in den Feuerofen geworfen und werden dort aber auf erstaunliche Weise durch Gott gerettet. Kapitel 4 haben wir wieder einen Traum Daniel, Nebukadnezars. Allerdings ist das jetzt, geht es hier nicht um die Weltreiche, sondern hier geht es um ihn persönlich, der Traum von diesem Weltenbaum. Hier war der Traum von diesem Standbild mit den verschiedenen Materialien. Hier der Traum von dem Weltenbaum, der dann Nebukadnezar darstellt, wie er dann auch gerichtet wird und wiederhergestellt wird. Kapitel 5 ist dann die Sache mit Belshazzars Festmahl, Gastmahl, wo er dann die Tempelgefäße holt und die lästert und Gott lästert. Und dann erscheint dieses Menetekel an der Wand. Und Kapitel 6, die 6. Story, ist die Sache mit Daniel in der Löwengrube, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel sogar. Und da wird Daniel auf wunderbare Art und Weise aus der Löwengrube gerettet. Und das sind die Stories. Und da hinten in den hinteren 6 Kapitel haben wir Visionen. Hier haben wir den Visionsteil, Visionen. Und zwar sind es 4, nicht 6, sondern 4. Kapitel 7 ist die Vision von den 4 Tieren. Kapitel 8 die Vision von den 2 Tieren und dem kleinen Horn. Kapitel 9 haben wir ein Gebet Daniels und dann bekommt er durch den Engel Gabriel eine Vision von den 70 Jahrwochen. Das ist die 3. Vision. Und Kapitel 10 bis 12 ist die 4. Vision. Ein bisschen unglücklich vielleicht, dass es dann in 3 Kapitel aufgeteilt worden ist. Wäre vielleicht geschickter gewesen, das in ein Kapitel aufzuteilen. Aber es ist auch extrem lang. Ja, das sind also zusammen über 70 Verse. Und von da hat man es halt auch in Kapitel aufgeteilt. Aber es ist eine einzige Vision, die letzte abschließende Vision, die Daniel hat. Und da geht es um eine intensive Engelbegegnung und dann auch eine Geschichtsüberblick über mehrere Jahrhunderte Geschichte und auch zum Thema Antichrist und Auferstehung der Toten und so Sachen. Also, und das ist noch zu beachten, dass wir hier in diesem ersten Teil, in diesen Stories, eine fortlaufende Chronologie haben von 605 vor Christus bis hier sind wir dann 538 vor Christus. Und jedes Kapitel ist zeitlich nach dem davorliegenden. Manche kann man genauer datieren, andere nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine aufsteigende chronologische Ordnung von diesen 6 Stories. Bei einer Vision ist es auch so, die setzen ein 553 vor Christus und enden 535 vor Christus. Also auch hier geht es aufsteigend. Jede von diesen 4 Visionen ist zeitlich nach der ersten, nach der vorangehenden. Aber was wir sehen ist, dass Kapitel 7 zeitlich nicht auf Kapitel 6 folgt, sondern dass Kapitel 7 zeitlich eigentlich nach Kapitel 4 folgt. Also 7 und 8 ist zeitlich gesehen zwischen 4 und 5 einzusortieren. Ja, aber es ist eben Kapitel 1 bis 6, diese Stories sind chronologisch geordnet und diese 4 Visionen, die sind in sich chronologisch geordnet. So, jetzt schauen wir uns die 4, die Stories mal ein bisschen näher an. Und zwar zunächst mal die ersten 4 Stories. 1, 2, 3, 4. Die ersten 4 Stories haben eine Gemeinsamkeit, dass in all diesen Geschichten der König Nebukadnezar der Weltherrscher ist.
Es beginnt damit, dass er Nebukadnezar Juda besiegt hat, unterworfen hat und dann erste Gefangene genommen hat und damit die babylonische Gefangenschaft beginnt. Und es beginnt mit diesem Zeit, das ist 605 vor Christus, beginnt dann auch das Zeitalter der Heiden, wo die Juden unter heidnische Herrschaft gelangen. Dieses Zeitalter Heiden gilt bis heute noch, ja, weil auch heute Juden noch nicht völlige Freiheit über ihren Tempelberg haben und da verfügen können. Sind immer noch unter heidnischer Oberhoheit in bestimmten Punkten. Hier waren sie natürlich total unter der Herrschaft Nebukadnezars. Und als Nebukadnezar die Juden besiegt hat, hat er dann in zweierlei Hinsicht ein falsches Denken entwickelt oder verstärkt. Das erste Denken ist nämlich, dass er gesagt hat, unser Gott Marduk, mein Gott Marduk ist stärker als der Gott der Juden, stärker als Jahwe. Und das Zweite, was er gedacht hat, ist, es ist viel besser, ein Babylonier zu sein, als ein Jude zu sein. Ja, wir sind top und die sind halt unten. Ja, wir sind die Weltmacht und die sind halt unter Joch des Volk. Und dieses Denken, es ist besser, heidnischer Babylonier zu sein und Marduk ist stärker als Jahwe, dieses Denken wird im Grunde genommen in diesen vier Kapiteln korrigiert. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Dass Gott praktisch eine Geschichte mit Nebukadnezar hat, um dieses falsche Denken zu korrigieren. Kapitel 1 sagt ausdrücklich, dass Gott Joachim in die Hand Nebukadnezars gab und dass Gott die Tempelgeräte in die Hand Nebukadnezars gab. Ja, es war Gottes Wirken, nicht Marduks Wirken. Ja. Und Gott korrigiert das. Mit jeder Geschichte lernt Nebukadnezar etwas Neues und wo diese Fehlannahme korrigiert wird. Hier am Ende von Kapitel 1 haben wir diese Prüfung, da geht es um Erkenntnis. Und da lesen wir, dass bei dieser Prüfung etwas Erstaunliches herauskam am Schluss. Dass Daniel und seine Freunde nämlich als viel, viel klüger festgestellt wurden als alle anderen. Ich lese mal hier. Und als die Zeit um war, also für diese Ausbildung, die Nebukadnezar und Daniel und seine Freunde da genossen haben, ja, da heißt es, als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Wow, das war doch eine beeindruckende Performance, die drei Freunde und Daniel dahin hingelegt haben, dass sie auf einem Spezialgebiet der Babylonier, die sich also ihrer Weisheit rühmten und sich besonders in der Weisheit besonders gut finden, dass sie da praktisch um Längen abgehängt werden durch diese jungen jüdischen Gefangenen. Ja, so ungefähr, als wenn Deutschland im Fußball geschlagen wird. Gut, früher vielleicht mal so. Ja. Oder so. Oder Russland im Eishockey oder Amerika im Basketball oder so. Ja. Da, wo man besonders gut ist, da wird man plötzlich übertrumpft. Und das hat, denke ich, ein erstes Aufmerken von Nebukadnezar gebracht. Im Blick auf Erkenntnis waren die Juden total überlegen. Hier in Kapitel 2 bekommt dann Nebukadnezar einen Traum. Und wird diskutiert, ob er den dann wirklich vergessen hat oder ob er den absichtlich verbirgt. Ich glaube, die Argumentation, dass er ihn absichtlich verbirgt, ist viel besser. Gehe davon aus, dass er ihn absichtlich verborgen hat, um sicherzustellen, dass die ihm dann irgendwas erzählen. Es war so wichtig für ihn, den Traum zu wissen, dass er gesagt hat, okay, damit ich weiß, dass ihr mir sicher auch die Deutung sagen könnt, nicht irgendwas in den Fingern saugt, sagt mir, was ich überhaupt geträumt habe. Und dann sagen, das können wir nicht, kann kein Mensch und so weiter. Und dann ist er so wütend und so, kommt dann zum hochinteressanten psychologischen Dialog da zwischen Nebukadnezar und den Leuten. Und er lässt sie dann alle hinrichten. Und Daniel und seine Freunde werden auch betroffen und sollen dann auch getötet werden. Und dann sagt er, warum eigentlich und so. Und dann geht er vor den König und sagt, okay, ich werde dir den Traum sagen, gib mir ein bisschen Zeit. Und dann gehen sie ins Gebet und Gott offenbart dem Daniel den Traum. Und dann geht der Daniel vor den König und offenbart ihm den Traum, was er geträumt hat und gibt dann noch die korrekte Auslegung dazu. Ja. Und hier ist praktisch das nächste, Offenbarung. Hier geht es um Offenbarung. Wer kann offenbaren? Und hier lernt der Nebukadnezar, was alle seine Weisen nicht konnten und die heidnischen Götter auch nicht können, das heißt theoretisch können die es, aber die tun es praktisch nicht. Ja. Aber der
Daniel, der Gott Daniels, der hat es offenbart. Und Erkenntnis und Offenbarung ist relativ nah beieinander. Also in dieser Disziplin, Erkenntnis und Offenbarung, sind die Juden und der Gott der Juden überlegen. Das ist eine ganz erste wichtige. Und es führt dazu, dass er die Daniel und dann auch die Freunde von Daniel in hohe Positionen bringt, in Staatsämter. Also eine große Wertschätzung gegenüber ihm zum Ausdruck bringt. Aber es führt noch nicht zu einer Bekehrung oder so. So weiß ich nicht. Dann lässt er in Kapitel 3, vielleicht auch ein bisschen vom Eindruck von diesem Standbild, was er da geträumt hat, lässt er dann dieses Standbild errichten und das anbeten. Und alle müssen es anbeten. Und dann weigern sich die drei Freunde Daniels, es zu tun. Und es kommt zum Showdown und die werden tatsächlich dann in den Feuerofen geworfen. Und da gibt es einen ganz entscheidenden Vers in Kapitel 3, der praktisch der Höhepunkt quasi des Kapitels ist, wo er dann sagt, die werden dann in den Feuerofen geworfen, wenn ich hier, und dann sagt er dann, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Ja. Und das ist eine Herausforderung. Und dann sagen sie als Antwort, das ist nicht unsere Sache, dir da zu sagen, ob Gott das kann oder ob er es tun wird oder so. Was wir dir auf jeden Fall sagen können, wir werden nicht anbeten. Die proklamieren dir jetzt kein Wunder oder so, sondern die sind einfach demütig und sagen, das ist Gottes Sache, da muss Gott für sich selber reden. Da können wir jetzt nicht sagen. Ja, aber was wir tun können, ist, wir werden das Ding nicht anbeten, koste es, was es wolle. Dann macht den Ofen noch heißer und wirft ihn da rein und so. Und dann ist genau das, was er erfährt, dass Gott die tatsächlich rettet aus diesem Feuerofen. Also hier geht es um die Machtfrage. Und nachdem diese Machtfrage so eindrucksvoll dann gelöst wird, dass Gott, der Gott dieser drei Männer, in der Lage war, ihn aus seiner Hand zu retten und von diesem Feuerofen, dann lässt er am Ende nach dieser Geschichte ein Gebot in seinem Reich verkünden. Und da sagt er, so sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen des ganzen babylonischen Weltreiches den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Also der Gott ist nicht nur offenbar ein Spezialist, was Offenbarung betrifft, sondern der es auch noch in der Machtfrage retten kann in so einer unmöglichen Situation. Ja, hat er enorm gelernt, aber er spricht noch vom Gott Schadrachs, Meschach und Abednegos, noch nicht von seinem Gott oder so. Und dann kommt Kapitel 4 und da geht es wieder etwas, was mit der Machtfrage zusammenhängt, so wie diese praktisch ein bisschen zusammenhängen, weil Erkenntnis und Offenbarung gehört zusammen. Und so geht es hier um Macht und Souveränität. Wer hat die Oberhoheit über die Königsherrschaft überhaupt oder über Reiche? Ja? Und das sind zwei Fragen, die ganz nah zusammenhängen. Hier geht es um die Macht und die Möglichkeit, aus einer Extremsituation, was völlig unmöglich ist, eigentlich zu retten, nämlich aus dem brennenden Feuerofen. Und jetzt geht es um die Frage, wer hat eigentlich das Sagen? Wer ist der oberste Chef? Wer regiert die Welt? Sind es Menschen? Ist es Nebukadnezar? Oder sind die Himmel, die herrschen? Und er bekommt dann diesen Traum von diesem Weltenbaum, der dann er selber ist. Und Daniel ermahnt ihn dann noch, irgendwie umzukehren, ein bisschen Buße zu tun und gute Werke zu tun und mehr Gerechtigkeit zu üben. Dann wird ihm aber das Gericht angekündigt. Und es wird hier klar gesagt, dass das Gericht ein Ziel hat. Ja? Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat oder dass die Himmel herrschen, dass praktisch der Gott des Himmels herrscht, bis du das erkennst. Er tut dann nicht Buße, sondern dann rühmt sich dann selbst, ach, ist das große Babylon, was ich gebaut habe, dann kommt die Stimme vom Himmel und er wird praktisch irre, wird also geisteskrank und wird verstoßen von den Menschen. Und sieben Zeiten, ob das sieben Jahre sind oder eine vollkommene Zeit des Gerichts, ist unklar. Auf jeden Fall ist er dann einige Zeit, vielleicht auch sieben Jahre, tatsächlich weg von der Regierungsverantwortung und ist wie ein Tier. Also ist also
eine Krankheit, die auch attestiert ist, die es auch gibt, ja, dass Menschen sich in ein Tier verwandelt fühlen, auch entsprechend verhalten und so. Und dann kommt aber, nachdem diese Zeit um ist, nach dieser Zeit, heißt es, erhob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt. Also er hat die Lektion wirklich gelernt, dass die Himmel herrschen. Gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Und dann kam sein Verstand wieder und er wurde wieder in königliche Würden eingesetzt und hat dann auch, als er wieder eingesetzt wurde, kam es zu noch größerer Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Also er hat wirklich seine Lektion gelernt und viele Ausleger glauben, meine ich zu Recht, dass hier wirklich eine echte Bekehrung stattgefunden hat, eine Hinwendung zu Gott. Also er betet direkt zu Gott, unterwirft sich ihm, er anerkennt die Souveränität Gottes und macht dann auch einen Erlass, der dann in Kapitel 4 vorangestellt ist. König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde, viel Friede zuvor. Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott der Höchste an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währet für und für. Das ist eine der Hauptbotschaften des Buches Daniel überhaupt, dass Gottes Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und sein Reich für und für währt. Ja. Also so sehen wir hier eine Entwicklung in der Erkenntnis und in der Gottesbeziehung Nebukadnezars hin von einem, der dachte, Gott Marduk hat ihm die Herrschaft hier gegeben und es ist besser, heidnischer, politistischer Babylonier zu sein als ein Jude, hin, dass er diesen Gott der Juden ehrt, erkennt, dass er offenbaren kann wie kein anderer, dass er Macht hat und dass er wirklich die Souveränität hat über die Königreiche und er unterwirft sich. Und das ist großartig, ein Weltherrscher, der sich Gott unterwirft. Deswegen ist er auch dann später das goldene Haupt. Ja. Okay, das ist das zweite Bild. Ich muss aufs Tempo drücken. Wir sind immer noch bei den Stories. Und jetzt nehmen wir das fünfte Kapitel dazu. Also 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben hier Nebukadnezar, wie ich das gerade geschildert habe. Und jetzt kommt, werden verschiedene Könige ausgelassen und es kommt der letzte König des babylonischen Weltreiches, nämlich Belshazzar, wobei der nicht der Hauptkönig war, sondern war Co-Regent von seinem Vater Nabonidus, der war abwesend, der war anderweitig unterwegs und er hat in Babylon als Zweiter regiert. Und deswegen gibt er auch dem, der das Menetekel sagen kann, das Recht, der Dritte im Königreich zu werden. Er konnte den zweiten Platz nicht vergeben, weil er selber den zweiten inne hatte. Deswegen hat er den dritten dann vergeben. Okay, also wir befinden uns hier im babylonischen Weltreich. Babylonisches Weltreich. Und zwar der Beginn von der babylonischen Gefangenschaft 605. Und hier in dieser Nacht, bei diesem Festgelage, ist der Umschwung. Und die Medo-Perser übernehmen die Macht. Und Belshazzar wird in dieser Nacht getötet. Und das ist 539. Und das umspannt praktisch das ganze babylonische Weltreich, also von der babylonischen Gefangenschaft Israels, also Südreiches, bis zum Ende der babylonischen Gefangenschaft, weil jetzt hier Babylon nicht mehr Weltmacht ist, sondern Medo-Persien jetzt die Weltmacht wird. Ja. Aber das ist nicht nur, dass die Besonderheit dieser fünf Kapitel darin liegt, dass hier das babylonische Reich gezeigt wird, sondern es gibt auch noch zwei Beziehungen, und zwar eine Beziehung von Kapitel 1 zu Kapitel 5. Und zwar haben wir hier die Tempelgefäße. Tempelgefäße und hier auch die Tempelgefäße. Nebukadnezar klaut in Kapitel 1 die Tempelgefäße und tut sie in das Schatzhaus seines Gottes. Das heißt, es ist eine relative Wertschätzung dieser göttlichen oder für den Gottesdienst vorgesehenen Gerätschaften. Ja. Und damit beginnt die babylonische Gefangenschaft mit Entfernung dieser
Geräte und einer relativen Wertschätzung, indem er das Schatzhaus seines Gottes tut. Und am letzten Tag des babylonischen Weltreiches werden diese Tempelgefäße von dem Belshazzar in einer unglaublichen Anmaßung herausgeholt, um da bei seinem Saufgelage daraus zu trinken und praktisch zu sagen, das, was für die Götter oder Gott, Jahwe, gut und recht ist, das ist auch für mich gerade so passend angemessen. Ja? Und dann hat er nicht nur da die geholt und selber daraus getrunken, also profaniert sozusagen, ins Profane, ins Normale rübergezogen, sondern dabei auch noch die Götter aus Holz und Stein und so gelobt und gepriesen. Und das ist also Lästerung hoch drei. Und diese extreme Behandlung der Tempelgefäße führt dann auch zu einer extremen Behandlung Belshazzars, indem er nämlich ihm das Gericht gesagt wird und in dieser Nacht wird er getötet. Es gibt noch eine andere Pointe, nämlich zwischen Kapitel 4 und 5. In beiden Fällen haben wir hier geht es um das Gericht über den König. Hier wird Nebukadnezar gerichtet wegen Hochmut, aber er bekommt die Chance der Umkehr, die er dann auch nutzt. Und er wird wiederhergestellt und wird sogar noch mächtiger, als er je zuvor war. Also wird Gericht und Gnade im Leben von Nebukadnezar deutlich und er wird auch, er erfährt das und er bekehrt sich ja sogar. Ja? Also ganz extrem. Belshazzar fällt auf in Kapitel 5, dass er ständig sagt, mein Vater Nebukadnezar, mein Vater, mein Vater, Nebukadnezar, mein Vater. Das kann leiblich über seine Mutter tatsächlich der Fall sein, aber Vater kann auch bedeuten, mein großes Vorbild, mein großer Mentor, so wie Elisa mal zu Elia sagt, mein Vater, war auch nicht der leibliche Vater, sondern der Mentor, und der ihn geprägt hat und so weiter. Also die ständige Betonung von Belshazzar, dass Nebukadnezar sein Vater ist, natürlich wollte er, war ja viel schwächer als Nebukadnezar, er wollte sich natürlich ein bisschen sonnen in den großen Ruhm seines großen, großen Vorgängers, des bedeutendsten Königs des babylonischen Weltreiches. Deswegen will er sich da ein bisschen hochziehen. Saddam Hussein hat ja auch gesagt, er ist Nachfolger von Nebukadnezar. Ja, wenn sie sich an diesen Großen dann hochziehen. Das hat er sicherlich auch gemacht. Ja. Und als dann Daniel kommt und den Menetekel dann erklärt, bevor er das macht, hält er ihm eine Standbauke und hält ihm praktisch Geschichtsunterricht und sagt, erzählt ihm die Geschichte, was in Kapitel 4 war, dass Nebukadnezar eben auch hochmütig war und gedemütigt worden ist. Und dann heißt es, und du, obwohl du das alles wusstest, hast du dich nicht gebeugt und hast dich praktisch die Frechheit gehabt, hier die Tempelgefäße zu holen, Gott zu lästern und so weiter. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Botschaft, denn der Belshazzar hat keine Chance zur Umkehr, bekommt keine Möglichkeit umzukehren, sondern er wird gerichtet und das ist ganz brutal. Und obwohl du das alles wusstest, das heißt, das Kenntnis der Geschichte bringt eine erhöhte Verantwortung mit sich. Das ist eine ganz, ganz unglaublich wichtige Botschaft. Je mehr wir wissen, desto mehr Verantwortung habt ihr. Auch wenn ihr Akademie macht, habt ihr ein erhöhtes Wissen gegenüber anderen Gemeindemitgliedern. Habt mehr Verantwortung. Ja? Also das ist sehr, sehr wichtig. 1-5. Ich muss aufs Tempo drücken. Nächste Story. Jetzt kommt 1-6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier haben wir Nebukadnezar, 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 Belshazzar, letzter König des babylonischen Weltreiches, und hier haben wir Darius den Meder. Das ist praktisch Babylonien. Das ist hier Medo-Persien. Chronologisch aufsteigend hier, also chronologisch fortschreibend. Ja. Und jetzt gibt es innerhalb dieser sechs Kapitel noch weitere interessante Beziehungen, denn wir haben eine Beziehung zwischen Kapitel 2 und 4. In 2 und 4 haben wir nämlich jeweils einen Traum Nebukadnezars. Er ist beunruhigt über diesen Traum. Er holt die Zeichendeuter, Wahrsager und so weiter, dass sie ihm den Traum sagen. Die können es nicht. Dann wird Daniel geholt und er kann das.
Es gibt zwar auch verschiedene Unterschiede natürlich, der Traum hat eine ganz andere Kategorie und so, und in dem einen muss er den Traum sagen und die Deutung, dort muss er nur die Deutung sagen. Gibt da Unterschiede auch, aber es gibt auch etliche Ähnlichkeiten. Aber das gleiche Prinzip, die heidnischen Spezialisten, Traumdeutungsexperten versagen und der jüdische Gefangene, der ist in der Lage, den Traum zu deuten. Also hier haben wir in diesen Stories auch praktisch das visionäre Element. Ja. Ein visionäres Element haben wir auch in den Menetegel natürlich hier. Gibt es auch ein visionäres Element. Und dann gibt es eine klare Verbindung zwischen 3 und 6. 3 und 6, nämlich hier haben wir Rettungsgeschichten. Rettungsgeschichten. Hier Feuerofen, hier Löwengrube. F und L. Ja? Auch da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Wenn man die Texte miteinander vergleicht, die Geschichten, gibt es etwa ein Dutzend Ähnlichkeiten. Ja, das Gebot hat also mit dem Gebet zu tun. Es geht um einen König, der das erlässt. Ja, es sind Juden, die dann gegen dieses Gebot verstoßen. Es wird die Todesstrafe gemacht. Das Ganze hat Schauspielcharakter. Das kommt zur Rettung. Ein Engel ist beteiligt und so weiter. Es gibt also, wenn man genau die vergleicht, gibt es etwa 12 bis 14 verschiedene Gemeinsamkeiten. Aber wenn man die Texte auch vergleicht, gibt es auch etwa 12 bis 14 verschiedene Unterschiede zwischen diesen Texten, dass es sich lohnt, warum eben beide Texte in der Bibel stehen, nicht nur einer. Das war zur Zeit des babylonischen Weltreiches, das ist zur Zeit des medopersischen Weltreiches. Hier sind es 3, die herausgefordert werden. Dort ist Daniel allein. Was ist schwieriger? Ja, wenn du dich noch deine Freunde anschauen kannst, machen wir es nicht. Ja, ist vielleicht ein bisschen einfacher an der Stelle. Ja, hier geht es darum, dass das Gebet gefordert wird. Ihre Sünde oder ihr Vergehen ist die Gebetsverweigerung. Hier ist die Sünde, das Vergehen, dass er doch dennoch betet zu Gott, weil das verboten war jetzt für 30 Tage. Ja. Also da gibt es interessante Unterschiede. Und die Pointe ist, es hat nicht auch eine Pointe, hier sagt Nebukadnezar, und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Also es geht praktisch Rettung aus der scheinbaren Allmacht des Königs. Also der König ist scheinbar allmächtig, eigentlich niemand kann aus seiner Hand retten, menschlich gesehen, aber wir sehen, Gott kann aus dieser Hand retten. Hier ist es andersrum. Der König Darius, der merkt dann plötzlich, dass sie ihn da reingelegt haben, diese Berater, dass sie das Gesetz nur gemacht haben, um eigentlich den Darlehen an einem wunden Punkt zu fassen. Aber es sind die Hände gebunden, denn nach dem Gesetz der Meder und Perser, das kann nicht geändert werden. Selbst der König hat keine Chance mehr, das irgendwie auszumanövrieren. Er versucht zwar noch alle möglichen Tricks, aber es geht nichts. Und die sagen, das Gesetz der Meder und Perser darf nicht aufgehoben werden, also muss es vollstrecken. Also obwohl der ihn retten will, ist er nicht in der Lage. Er ist ohnmächtig. Er kann ihn nicht mehr retten. Und so rettet Gott hier trotz der scheinbaren Allmacht des Königs. Und hier rettet Gott, obwohl selbst der König nicht mehr helfen kann. Und das ist praktisch komplementär, aber es ergänzt sich. Es gibt praktisch Situationen, wo der Feind so übermächtig ist, aber Gott kann trotzdem. Und dann gibt es Situationen, wo die Mächtigsten noch helfen wollen, aber es reicht nicht, es klappt nicht, sie können nicht. Aber Gott hat immer noch eine Möglichkeit. Ja. Und dann ist natürlich, hat in beiden Fällen zu einem Erlass geführt. Hier wurde der Erlass im babylonischen Weltreich verkündet und hier wird der Erlass im medopersischen Weltreich verkündet, was ja noch größer war dann, wesentlich größer und noch viel mehr Menschen betroffen hat. Auch zu einer anderen Zeit, sind auch viele Jahre dazwischen, es sind ja fast 50 Jahre dazwischen, zwischen diesen Ereignissen. Und das ist praktisch ein halbes Jahrhundert später, macht Gott nochmal so eine Wahnsinnsrettungstat mit einer unglaublichen weltweiten Auswirkung im Blick auf die Kommunikation, wer Gott ist und was Gott hat. Ja. Und das ist praktisch der Bereich der Stories. Und das 4 und 5 zusammenhängt, habe ich ja schon gesagt. Ne? Und das 1 und 5 zusammenhängt, habe ich auch schon gesagt.
Das sind also hochinteressante literarische Beziehungen, hier durch die Tempelgefäße und hier durch die enge Verbindung Nebukadnezar, mein Vater und die Standpauke, die Daniel hält, aufgrund der Geschehnisse von Kapitel 4, dass Belshazzar nichts gelernt hat daraus. Ja. Also es ist hochkunstvoll verwoben, diese Struktur. Und jetzt schauen wir uns die Visionären, die vier Visionen an. Die vier Visionen haben zunächst mal auch zwei Teile, einmal 7 und 8 und dann 9 und 10 bis 12, nenne ich mal so, weil es als eine Vision ist. Ja? Und so wie Kapitel 1 und 2 Erkenntnis, Offenbarung eng miteinander zusammengehangen hat, und Kapitel 3 und 4, wo es um die Machtfrage und die Souveränitätsfrage ging. Ja, so ist auch hier Kapitel 7 und 8, diese ersten beiden Visionen sind nah beieinander und die letzten beiden Visionen sind nah beieinander. Das ist auch im dritten Jahr Belshazzars, also 553 und 551 vor Christus. Und das ist hier 538 im ersten Jahr Darius und 535, ja? Also rund 18 Jahre später, das ist das Ganze. Also das ist dann hier im babylonischen Weltreich, hier ist Babylon-Weltreich und hier ist Medo-Persien-Weltreich. Also die hängen zusammen. Aber vor allem auch inhaltlich. Und jetzt schauen wir uns inhaltlich mal an, was kommt da in 7 und 8. Wenn man hier 7 hat und hier haben wir 8. Da haben wir hier die Vision von den vier Tieren und dann gibt es, also wir haben hier Babylonien, die vier Tiere, Babylonien, Medo-Persien, dann das griechische Weltreich, Griechenland, dann haben wir Rom. Dann haben wir ein kleines Horn, dann haben wir den Menschensohn und wir haben Zeit. Und wenn man das jetzt hier anschaut, dann von diesen Themen, die es hier sind, ist bei Kapitel 7 alles dabei. Erste Tier ist Babylonien, zweite ist Medo-Persien, dritte ist Griechenland, vierte ist das Römische Reich. Dann das kleine Horn, was aus dem vierten Tier kommt, der Antichrist. Das ist hier der Antichrist. Dann der Menschensohn, das ist Christus und das Gericht über das Römische Reich, also über die Tiere und auch über das kleine Horn. Der Menschensohn ist in Kapitel 7. Und Zeit haben wir 42 Monate als Zeitangabe. 42 Monate. Nämlich das Wirken des Kleinhornes, des Antichristen, ist, wo er die Heiligen zertreten kann und vernichten kann, geht 42 Monate. In Kapitel 8, mache ich jetzt mal kurz ein Radiergummi. Genau. Wenn ich hier Kapitel 8 habe, und dann stellen wir fest, dass es ein bisschen eine andere Thematik ist, ja. Wir haben nichts mehr über Babylon, da ist nichts. Aber wir haben Medo-Persien und wir haben Griechenland in Kapitel 8. Rom haben wir nicht. Und es bringt auch ein kleines Horn. Aber das kleine Horn ist wahrscheinlich, also das ist sehr umstritten, ist ja vieles, manches umstritten hier, aber die normale Auslegung ist, dass das kleine Horn in Kapitel 8 Antiochus Epiphanes ist. A.E. Und nicht der Antichrist. Denn das kleine Horn kommt aus diesem Reich Griechenland heraus,
Bitte? Antiochus Epiphanes. Das ist ein König, der im 2. Jahrhundert vor Christus, ein griechischer König, zu den Seleuziden gehörig, also Nordreich, eines der vier Folgereiche aus dem Alexanderreich. Und da gab es eine schreckliche Religionsverfolgung in Israel und einen Kulturkampf. Und da wurde praktisch der Tempeldienst eingestellt und da wurde ein Zeusaltar aufgestellt, Schwein geschlachtet, Schneidung war verboten bei Todesstrafe und so weiter. Also man konnte überhaupt nicht mehr seine Religion ausüben. Es war praktisch absolut lebensgefährlich. Und da kam es dann zum Makkabäeraufstand und zum Makkabäerkriegen. Und nach knapp 3,5 Jahren, nicht ganz, nach 3 Jahren, 4 Monate, war dann diese Verfolgungszeit vorbei. Aber es war eine ganz, ganz schwere Zeit. Es war spitz auf Knopf, ob Israel praktisch von innen heraus religiös vernichtet wird und ob die Religion praktisch zum Aufhören liegen kommt. Ja? Genau, Antiochus Epiphanes der Vierte. Also ein Herrscher, ein Seleuzidenherrscher, der zum griechischen Weltreich gehört. Wohingegen das kleine Horn, hier kommt er aus dem vierten Tier, aus Rom, und das ist der Antichrist. Das ist die normale bibeltreue Auslegung zu diesen Sachen. Adventisten haben die Vorstellung und Meinung, dass das kleine Horn hier auch der Antichrist ist und nicht Antiochus Epiphanes, und argumentieren dann, dass manches auf Antiochus Epiphanes doch nicht so passt. Das ist also umstritten, hochinteressant, habe ich aber auch erst jetzt kennengelernt, dass es die Meinung überhaupt gibt, obwohl ich mich seit Jahrzehnten mit Daniel befasse. Aber die Adventisten haben sehr gut geforscht und sehr interessante Argumente. Also man muss es überdenken, könnte vielleicht auch sein, dass auch hier der Antichrist ist. Aber andere sehen hier Antiochus Epiphanes als ein Vorbild des Antichristen, ein Typus. Praktisch der griechische Antichrist und der endzeitliche Antichrist sozusagen. Ja. Und dann gibt es hier auch eine Zeitangabe und die Zeitangabe sind 2300 Abendmorgen und wahrscheinlich sind es entweder 2300 Tage oder die Hälfte davon. Denn Abendmorgen bezieht sich wohl auf das Abend- und das Morgenopfer und dann kann man argumentieren, dass man es durch zwei teilen müsste. Dann haben wir einen Zeitraum von etwas weniger als 3,5 Jahren oder man hat volle Tage, 2300 volle Tage, gibt es gute Argumentation dafür und dann wären es also knapp 6,5 Jahre oder so in der Größenordnung. Ja? Aber das ist nicht exakt die gleiche Zeit wie die 42 Monate, weil das sind exakt 3,5 Jahre. Und das sind entweder 3 Jahre, 4 Monate oder 6 Jahre und 8 Monate oder so. Und das bezieht sich wohl auf Antiochus Epiphanes und das bezieht sich auf den Antichristen. Aber das ist die Situation. Ja? Also von daher haben wir eine sehr große Parallele zwischen Kapitel 7 und Kapitel 8, aber unterschiedliche Betonungen. Und wenn man jetzt mal hier so sieht, das ist praktisch neu in Kapitel 8. Medo-Persien, Griechenland, haben wir ergänzende Informationen, haben wir ja auch schon Informationen, aber hier sehr knapp, hier wird ergänzt. Ja. Aber völlig neu ist hier, dass Antiochus Epiphanes und seine Religionsverfolgung und die Entweihung des Tempels für die Zeit von 2300 Abendmorgen da geweissagt wird. Das hätte sich dann erfüllt im 2. Jahrhundert vor Christus, so 167 bis 164 vor Christus in der Größenordnung. Ja. Okay, aber da sehen wir, wie eng Kapitel 7 und Kapitel 8 zusammenhängt. So, jetzt gehen wir Kapitel 9 und der Rest. Ja, machen wir das rot. Das ist viel länger hier. So, also das ist Kapitel 9 und das ist Kapitel 10 bis 12. Und auch diese Kapitel hängen ganz nah beieinander. Nicht nur, dass sie von der Zeit nah beieinander sind. Erstes Jahr ist Darius, drittes Jahr des Chores, das ist nur 2 Jahre auseinander, im medopersischen Zeitraum, also in der medopersischen Herrschaft, sondern auch inhaltlich. Wir haben nicht eigentlich hier eine Dreiteilung. Wir haben hier, hier muss man sagen, so, hier und hier. Ja, ist nicht ganz, ich muss nochmal wegmachen, das ist nicht so ganz richtig. So. So, nochmal neu jetzt. Okay, wir haben nämlich etwa hier so. Hier haben wir Bibelstudium
BS, Bibelstudium und Gebet von Daniel. Das ist eher praktisch, was eigentlich zu einer Story gehören würde. Ja. Er studiert den Propheten Jeremia. Aufgrund des Studiums von Jeremia wird er ins Gebet getrieben. Und hat ein überwältigendes Bußgebet, wo er die Sünden Israels bekennt und auch seine Sünden und Sünden der Väter. Und er bittet um Jerusalem, Wiederherstellung Jerusalems und um das Volk Israel, sein Gebetsgegenstand. Darauf kommt ein Engel. Und der Engel gibt ihm eine Offenbarung, 70 Jahrwochen. Das Prophetie von 70 Jahrwochen. Und das ist ein Programm. Die 70 Jahrwochen ist ein Programm über die gesamte Geschichte Israels. Da sind 6 Ziele, die Gott erreichen wird und erreichen möchte und erreichen wird im Blick auf Israel. Und die will ich mal kurz lesen. Das ist also eines der berühmtesten Weissagungen der Bibel überhaupt, auch eines der umstrittensten in der Auslegung und kompliziertesten Sachen überhaupt im Alten Testament. Aber die 6 Ziele, die hier genannt werden, sind folgende. Das sind die Verse 24 bis 27. Das sind also nur wenige Verse. Vers 24 bis 27. Also eine relativ kurze Prophetie, gibt einen Gesamtüberblick. Und hier sind wir ziemlich lang unterwegs. Das ist 1 bis 21 oder so. Ja. Und in dieser Prophetie von 70 Jahrwochen, da sagt der Engel Folgendes: 70 Wochen, wörtlich 70 Siebener, wahrscheinlich sind es Zeitraum von 7 Jahren. Ziemlich wahrscheinlich, dass es 7 Jahre, 70 mal 7 Jahre, also 490 Jahre insgesamt. 70 Siebener sind verhängt oder bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Also dein Volk ist Israel und die heilige Stadt ist Jerusalem. Und da hat Gott etwas bestimmt, was gemanagt werden soll oder geschafft werden soll in diesen 70 Siebenern. Und das sind 6 Punkte. Die ersten 3 haben mit Sünde zu tun. Da geht es praktisch darum, das Sündenproblem irgendwie zu lösen. Ja. Also 70 Siebener sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann, also im Rahmen dieser 70 Siebener, wird dem Frevel ein Ende gemacht. Zweitens, die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Ja, das sind 3 verschiedene Begriffe, aber es scheint, dass die 3 sehr synonym, sehr ähnlich sind. Es geht darum, das Sündenproblem ein für alle Mal zu lösen. War ja auch Gegenstand seines Gebets, er hat die Sünden Israels bekannt über Generationen. Und jetzt wird ihm gesagt, 70 Siebener sind bestimmt, das Sündenproblem wird gelöst. Das vierte, was genannt wird, es wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht. Kann man euch sagen, dass sie mit Jesus Christus seinen Tod am Kreuz begonnen hat. Aber die Umsetzung in Politik, Gesellschaft und Wirklichkeit steht noch aus. Und wenn er wiederkommt, wird das dann noch vollführt. Also die einen sehen, es ist schon erfüllt beim ersten Kommen. Die anderen sagen, nein, die Vollendung kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Also ewige Gerechtigkeit gilt. Gesicht und Weissagung erfüllt oder versiegelt, heißt es. Da geht es wahrscheinlich, dass die Prophetie zum Abschluss kommt. Manche meinen, dass es damit so das Neue Testament dann fertig ist, vorliegt. Oder dass die Prophetie erfüllt wird. Das ist auch alles ein bisschen umstritten. Und ein Allerheiligstes gesalbt werden. Da gibt es dann sogar 6 Meinungen, was das Allerheiligste ist, was da gesalbt wurde. 3 von diesen 6 Meinungen meinen, das hat mit dem Tempel zu tun. Also ein Tempel wieder eingeweiht werden soll. Ja. Sei es wie es will, die Auslegung im Einzelnen ist dann sehr kompliziert. Aber 6 Programmpunkte und werden erfüllt werden. Und dann wird ein Ablauf genannt von diesen 70 Jahrwochen. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut, das ist der Startpunkt, wo die 70 Siebener losgehen, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen, also 49 Jahre. Und 62 Wochen lang wird wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, sowohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen, also wir haben 7 plus 62, plus 1 praktisch, es gibt 70. 7 plus 20 plus 1 ist 70. Ja. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Und da ist übereinstimmende Meinung von den bibelgläubigen Auslegungen und der kirchlichen Tradition, dass dieser Gesalbte, der hier ausgerottet wird, Jesus Christus ist, dass hier Jesus getötet wird. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen
und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus. Also Tod Jesu, vielleicht 32 nach Christus, Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus. Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und dann geht es weiter. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Da denken eine, das ist der Gesalbte und die anderen sagen, nein, das ist der kommende Fürst, das ist der Antichrist. Also entweder handelt hier der Gesalbte Jesus oder es handelt hier der Antichrist. Gläubige Ausleger sind sich hier nicht einig. Er aber wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, das ist die letzte, die 70. Woche, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Vorher war von der Tempelzerstörung geredet, jetzt wird von Opfern wieder geredet. Also dann müsste eigentlich, wenn man das so versteht, dass danach kommt, müsste der Tempel wieder aufgebaut werden, damit die Opfer wieder eingeführt werden können, damit dann in der Mitte der Woche, also nach 3,5 Jahren, die Opfer erneut abgeschafft werden können. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, oder ein verwüstendes Gräuel, ein Götzenbild wohl, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Also das können wir jetzt nicht lösen, diese Verse zu erklären, das ist zu komplex, da gibt es hunderte von Seiten und eine riesige Auslegungsgeschichte. Das ist hochkompliziert. Einer der schwierigsten Texte der ganzen Bibel wahrscheinlich. Auch der umstrittensten Texte. Aber es gibt natürlich verschiedene Hauptrichtungen, wie das gedeutet wird. Und nach der Hauptrichtung, der ich Glauben schenke hier an dieser Stelle, ist, dass hier von der Endzeit gesprochen wird, vom Antichristen gesprochen wird. Von dieser letzten 70. Jahrwoche, die noch nicht vorhanden ist, die dann kommt, dass es eine Unterbrechung gibt, praktisch nach der 7 bis 20, nach 69 Wochen gibt es eine zeitliche Unterbrechung und irgendwann nimmt Gott den Faden wieder auf mit der 70. Jahrwoche und das ist noch zukünftig. Und die Hauptargumentation ist, dass Jesus genau davon spricht, dass er sagt, wenn ihr sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat. Und wir haben 4 Stellen in Daniel, wo vom Gräuel der Verwüstung gesprochen wird. 2 Stellen sind mit Antiochus Epiphanes verbunden, im 2. Jahrhundert vor Christus. Die kann Jesus nicht meinen, die ist nicht schon Vergangenheit. Und 2 Stellen sind verbunden mit dem Antichristen, nämlich Kapitel 9 und in Kapitel 12. Und in Kapitel 8 und in Kapitel 11 ist es mit Antiochus Epiphanes verbunden. Also kann das jetzt nicht weiter ausführen. Aber hier vor der Struktur, Kapitel 9, haben wir Bibelstudium für zu Bußgebet. Ein Engel begegnet ihm, spricht mit ihm und offenbart ihm aufgrund von seinem Gebet, offenbart er ihm jetzt praktisch die Zukunft Israels im groben Überblick, dieses Programm der 70 Jahrwochen bis zum Ende hin. Kapitel 10 fängt an mit Fasten und Gebet. Und dann kommt das ist relativ kurz, und dann kommt Engelbegegnung. Und dann kommt eine ganz riesenlange, das müsste ich jetzt, um es maßstabsgetreu macht, bis hier zum Boden machen, diese Schiene hier. Ja? Und dann habe ich die Offenbarung, also Vision. Der Geschichte. Ja. Eine Geschichtsprophetie hier. Und da diese Geschichtsprophetie reicht vom Medio-Persien bis zum Antichristen. Und zwar bis zum Tod des Antichristen. Und damit praktisch bis zur Wiederkunft Jesu. Ja. Aber die Struktur ist gleich. Geistliche Tätigkeit, Bibelstudium, Gebet, Fasten und Gebet führt zur Engelbegegnung und das führt zur Offenbarung. Ja, das ist Kapitel 7, 9. So, jetzt haben wir die 12 Kapitel nochmal. Das war nicht alles erst die literarisch-inhaltlich-chronologische Struktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben nämlich jetzt hier ab Kapitel 2, Vers 4 bis zum Ende von Kapitel 7 Aramäisch.
Die Sprache, die in der Welt damals gesprochen wurde, die Leute verstehen, die Heiden verstehen. Hebräisch haben die Babyloner nicht verstanden, aber Aramäisch schon. Und was sofort auffällt, ist, dass diese sprachliche Struktur, wir haben hier haben wir Hebräisch, Kapitel 1, bis zu dem, wo die Wahrsager dann sagen, die fangen an, reden, antworten, Nebukadnezar sagen und sprachen auf Aramäisch. Und dann wechselt es ins Aramäisch. Bis zum Ende von Kapitel 7 und hier haben wir wieder Hebräisch. Ja. Also der Inhalt von Kapitel 1 und 8 bis 12 ist die Besonderheit, besonders für Israel, wobei hier Kapitel 2 bis Kapitel 7 offensichtlich eine Botschaft ist, die auch die Heiden lesen sollten und deswegen Daniel das als auf Aramäisch schreibt. Und das Interessanteste an der Geschichte ist, dass hier diese Grenze, die wir hier hatten, nach Kapitel 6, die Stories und die Visionen, die vier Visionen, die sechs Stories, da geht die Grenze durch Kapitel 6. Aber die sprachliche Struktur geht von Kapitel 2 Vers 4a, b, 2 Vers 4b bis zum Ende von Kapitel 7. Und das hat auch alles eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Denn Gott vermischt praktisch hat seine Strategie geändert. Vorher hat Israel praktisch als Vorzeigegarten gehabt, besonders beackert, und die Welt konnte sich an Israel ein Beispiel nehmen. Israel hat aber versagt. Deswegen trifft der Bundesfluch ein und sie werden ins Exil geführt. Jetzt ändert Gott die Strategie und sagt, okay, jetzt durchdringe ich die heidnische Welt mit dem Reich Gottes. Und er bringt durch die Träume für Nebukadnezar und die Schauspiel mit diesen Hinrichtungen im Feuerofen und so weiter und alles, was hier so kommt, das bringt die heidnische Welt mit Gott in Berührung. Ja? Und die heidnische Welt lernt ganz viel über Gott. Es gibt in Jeremia einen einzigen Vers in Aramäisch, alles Hebräisch, ein Vers, Kapitel 11, Vers 10 oder 10, Vers 11, eins von beiden, 11, Vers 10, glaube ich. Da heißt, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, wird verschwinden von der Erde. Ein einziger Vers, der von allen gelesen werden kann, als wenn das in Englisch heute wäre oder so. Jeder kann das verstehen. Die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, die werden verschwinden von der Erde. Das war eine Botschaft von Jeremia an die Welt. Und hier haben wir eine Botschaft, all diese Stories und auch die Kapitel 7 ist eine Botschaft auch an die Welt. Ja, okay. Jetzt ist der aramäische Teil, machen wir es mal rot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, ist ein bisschen ungeschickt. Das hat jetzt eine Ringstruktur. Das ist der Hammer. Ja, Quatsch. Ja, falsch, natürlich falsch. Ja, das war ein Fehler jetzt. Ja, danke. War ein Fehler. Jetzt Kapitel 2 und 7 hängen zusammen. Das ist der äußere Ring, die äußere Schale. Wenn wir so eine Zwiebel hätten, die äußere Schale. Und da geht es um die vier Weltreiche. Dann Kapitel 3 und 6 hängt zusammen, der mittlere Ring. Da geht es um diese Rettungsgeschichten. Einmal aus dem Feuerofen, einmal aus der Löwengrube. Einmal im medopersischen Weltreich, einmal im babylonischen Weltreich, einmal im medopersischen Weltreich. Ja? Mit den ganzen Ähnlichkeiten, aber auch Unterschieden zwischen den Stories von 3 und 6. Und Kapitel 4 und 5 ist der innerste Kern, ist der innerste Ring. Da haben wir gesehen, das Gericht und Gnade über den König, wie er erkennt, wer Souveränität hat. Und hier bleibt nur noch das Gericht für den König übrig, weil er die Sachen wusste. Obwohl er das wusste, hat er sich so verhalten. Ja? Okay. Kapitel 7 ist ein Schlüsselkapitel. Wir haben schon gesehen, wie eng Kapitel 7 mit Kapitel 8 zusammenhängt. Aber es ist nicht nur Kapitel 7 und 8,
also die vier Tiere, die zwei Tiere und hier das Standbild, Traum vom Standbild, 2, 7, 8. So, die hängen auch zusammen, ja. Nicht nur, dass Kapitel 2 und 7 zusammenhängen, sondern 7 hängt auch mit 8 zusammen. Also der aramäische Teil, Kapitel 7, hängt mit dem hebräischen Teil, Kapitel 8, ganz eng zusammen. Denn 8 ergänzt Kapitel 7. Und das ist die sogenannte Vier-Reiche-Lehre. Ja? Also 2, 7 und 8 muss man zusammenlesen und schauen, was steht da von Babylonien, was steht da von Medepersien, was steht von Griechenland, was steht von, vom Römischen Reich. Man sieht, dass das Römische Reich zwei Teile hat. Einmal die Schenkel aus Eisen und dann die Füße aus Eisen und Ton. Hier sieht man auch, dass es zwei Teile hat, nämlich einmal dieses schreckliche Tier und dann diese 10 Hörner, aus denen dann ein kleines Horn hervorgeht. Das sind auch zwei Phasen. Und hier ist vom Römischen Reich gar nichts die Rede. Dafür ist hier von Antiochos Epiphanes die Rede. Also jedes bringt immer auch Neuland. Hier wird auch der Messias als Neuland gebracht. Also das ist die Vier-Reiche-Lehre. Wenn man den hinteren Teil anschaut, den hinteren Teil hat, wenn man jetzt hier 9 und 11 bis 12, dann haben wir hier diese Geschichtsprophetie, diese 70 Jahrwochen. Also in ganz knapper Zusammenfassung, die groben Züge, 7 plus 62 plus eine Woche, was also hier was geschieht, was ist das Programm und so. Und hier haben wir eine Geschichtsprophetie von Medo-Persien, einige Könige, nur ein Vers, zwei Verse. Dann haben wir ganz ausführlich Griechenland, und zwar die Diadochenkämpfe, also Alexander der Große, aber dann diese Seleuziden gegen die Ptolemäer und die Kriege Seleuziden gegen Ptolemäer. Und es war Israel knapp 200 Jahre, 150 Jahre was, unter ptolemäischer Herrschaft und dann unter seleuzidischer Herrschaft. Und war immer Aufmarschgebiet und wurde immer wieder verwüstet, kam immer zwischen die Räder da, zwischen den Kämpfen zwischen Seleuziden und Ptolemäern. Ptolemäer, das waren die Griechen, die in Ägypten geherrscht haben. Und die haben sie immer bekriegt. Ja. Und Israel war halt da, kam damit unter die Räder. Und dann Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes. Epiphanes und so weiter. Ja. Und hier haben wir den Antichristen dabei. Ja. Und dann wird Antiochus Epiphanes sehr ausführlich geschildert, von Vers 20 bis Vers 35 oder 21 bis Vers 35, sehr ausführlich wird er vorher gesagt, weil er sehr wichtig war. Und es war eine ganz schwierige Situation in der Geschichte Israels, diese Religionsverfolgung an Antiochus Epiphanes. Und dann gibt es noch über den Antichristen. Von Vers 36, Kapitel 11, bis in Kapitel 12 hinein. Ja. Und das ist die Geschichtsprophetie, die wir haben, im hebräischen Teil. Und also wieder Kapitel 9 und Kapitel 11 bis 12. Und die Pointe ist, dass die vier Weltreiche, die Lehre von den vier Weltreichen und diese Geschichtsprophetie, dass das natürlich nichts Gegensätzliches ist oder dass es nichts miteinander zu tun hätte, sondern das hat ganz eng miteinander zu tun. Das ist nicht, muss man zusammen sehen. Es sind nur verschiedene Blickrichtungen auf die gleiche Sache. Und deswegen, bin gleich fertig, deswegen gehört eigentlich 2, 7 und 8, 9, 10 bis 12. Die Kapitel gehören praktisch alle zusammen über die Sprachgrenzen hinweg, das ist Aramäisch und ist Hebräisch und da haben wir das Gesamtbild dann von den vier Weltreichen. Wir sehen das Gesamtbild über Antiochus Epiphanes, wir sehen das Gesamtbild über den Antichristen. Ja? Und man muss dann die Stellen, die richtigen passenden Parallelstellen zusammenziehen und dann hat man das gesamte Bild. Dann gibt es noch hier andere Bibelbücher, die auch noch vom Antichristen was sagen. Ja. Also das ist praktisch dann diese vier Weltreiche plus Geschichtsprophetie. Ja? Und das gibt das Gesamtbild. Was auch interessant ist, wenn man die messianische Seite mal anschaut, wir haben den Messias in Kapitel 2, wir haben den Messias in Kapitel 9 und wir haben den Messias in Kapitel 7. Hier ist es der Stein, der alle anderen Weltreiche zermalmt und dann zum
alles die Welt ausfüllenden Bergwirt zur weltbeherrschenden Macht. Das ist praktisch das messianische Reich. Hier haben wir den Menschensohn, der vor Gott gebracht wird mit den Wolken des Himmels, Himmelfahrt Jesu. Und dann wird ihm die Weltherrschaft gegeben, über alle Völker, Nationen und Sprachen und so weiter zu herrschen. Und hier in Kapitel 9 ist es der Gesalbte, der ausgerottet wird, der vernichtet wird. Also es sind nur drei relativ kurze Passagen, die von Messias sprechen. Jeweils sehr wenige Verse, 2 Verse oder so. Aber extrem zentrale Sachen. Extrem zentrale Sachen. Und das ist praktisch das messianische Gesamtbild. Also Stein, Menschensohn, der und hier der Gekreuzigte letztlich. Ja. Okay, die Zeit ist um. Wir können noch ein bisschen weitermachen. Bin noch nicht mit allem durch. Man könnte auch noch sagen, dass bestimmte Kapitel das Thema Gebet abhandeln. Bestimmte Kapitel sprechen von Engeln. Das Kapitel 10 von Daniel ist das Kapitel in der ganzen Bibel, was am meisten Informationen über die Engelwelt enthält. Hochinteressant. Da gibt es mindestens 6 fundamentale Lehren, die man über Engel ableiten kann aus Daniel 10. Auch die Herrschaft über Völkerschaften, dass da Engel über Völkerschaften gesetzt sind und solche Sachen. Hochinteressante Sachen. Also da gibt es noch mehr Zusammenhänge so. Aber dieses Buch Daniel ist ein absolut faszinierendes Buch, wie ihr hoffentlich jetzt auch ein bisschen gemerkt habt. Ja. Und wie es total lohnt, Bücher in ihrem Gesamtzusammenhang zu sehen. Man muss Bücher als gesamtes Paket in den Blick bekommen. Halte ich je länger ich gläubig bin und das auch studiere und Bücher mir anschaue als Bücher komplett, finde ich es faszinierend zu sehen, was bietet dieses Buch an. Ja. Und hier allein durch diese Struktur, inhaltlich chronologische Struktur, dann die sprachliche Struktur, mit dem Hebräisch und so weiter, aber dann auch wie die einzelnen Kapitel dann miteinander zusammenhängen. Ein letztes will ich noch machen und dann höre ich auf. Das Kapitel 7 ist, wenn man 7 bis 12 macht, das habe ich jetzt erst vor einem Jahr gelernt, dass das so ist, dass man auch hier eine solche Struktur hat. Also ab Vers 11, 36 bis 12, 10 oder so. Ja, weil hier ist der Antichrist im Blick. Das verbindet Kapitel 7 mit diesem hinteren Teil, wo vom Antichristen gesprochen wird. Dann ist Kapitel 8 bis 11 ist der Ring, weil hier haben wir Medo-Persien und Griechenland. Und hier haben wir den Zusammenhang von geistlicher Disziplin, also Gebet, Bibellesen, Fasten, Engelbegegnung, also geistliche Disziplin und Offenbarung. Ja, ist hier der innerste Kern. Also GD, geistliche Disziplin und Offenbarung. Dieser geistige Zusammenhang. So wie in Kapitel 4 und 5, dieser Gnade und Gericht, also Gericht und Gnade, Kapitel 4 und 5, so der innerste, geistliche innerste Kern von dieser Struktur bildet, so ist auch hier Kapitel 9 und 10 absolut der innerste Kern der Botschaft, dass das Gebet, Bibelstudium, Fasten, Gott suchen, das führt zu neuen Erkenntnissen, zu Offenbarung. Hier, ja, Beispiel. Und interessant ist aber, dass diese Ringstruktur sowohl nach vorne ist im aramäischen Teil, als auch mit dem Kapitel 7, im Blick auf den hinteren Teil. Ja. Also Kapitel 7 ist Dreh- und Angelpunkt, ist also das absolute Zentralkapitel. Und da haben wir auch den Menschensohn, dem die Universalherrschaft übertragen wird, ist hier absolut im Zentrum. Und dass alle anderen Reiche vernichtet werden und dass dann das ewige Reich des Menschensohnes und auch die Heiligen des Höchsten mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Ja. Also eine fantastische Botschaft dieses Buches. Und wir können das Buch der Offenbarung nicht verstehen, wenn wir von Daniel unbeleckt sind. Ja, das geht nicht. Okay, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.